Schon wieder weg! Das fasse ich einfach nicht. Jetzt reg dich nicht auf, Klaus. Sowas kommt vor. Computer haben ihre Macken. Nicht zweimal innerhalb von einer Woche. Das ist doch kein Zufall mehr. Naja, du, vielleicht war es ja ein Versehen. Weißt du, man kommt ganz leicht mal auf den falschen Knopf. Walter, ich lösche nicht meine eigenen Dateien. Bin doch nicht blöd. Herr Wächter, Petrak, das ging aber lange heute. Ach wirklich? Ist ja schön, dass Sie das bemerken. Ja, ganz was Wichtiges. Ja, danke der Nachfrage, aber wir wollen Ihren Kopf nicht unnötig belasten. Das wäre sowas von unfair. Gute Nacht, ihr Arschloch. Geht's dir jetzt besser? Ich bring dich gleich heim. Ich mach nur die Lichter aus und hol deine Jacke. Kommt noch was vor heute Abend? Sieht so aus. Na dann. Ach, Klaus, gib mir doch morgen früh die Kopie rüber, ja? Was denn für eine Kopie? Na ja, von deinem Schreiben für Max und Co. Für meine Akten. Walter, du brauchst keine Kopie. Ich bin ab jetzt allein zuständig. Hast du das schon vergessen? Ich dachte ja auch nur, es könnte vielleicht hilfreich sein. Und ich denke, es ist überflüssig. Sei doch froh, dass die Kompetenzen endlich klar sind. Sind sie das? Ja, das sind sie. Gute Nacht. Du willst wirklich keine Anzeige erstatten. Es gibt Beratungsstellen für sowas, die sind gut. Ich will einfach nur nach Hause. Bitte. Klar. Kein Licht? Ja, das Licht ist ausgefallen. Morgen. Liegt was? Was? Wo? Petrak. Das ist Klaus Petrak. Ja, komm, lass mich das machen, komm. Ja. Ja.
Schon falsch. Wie, jetzt schon? Da sind doch Socken mit drin. Ja, gut. Natürlich sind da Socken mit drin. Oder waschen Sie Ihre Socken nie? Ja, schon, aber nicht bei 60 Grad. Ach, nein? Wäsche gehört vorsortiert. Wussten Sie das nicht? Ja. Naja, bis jetzt hat sich immer jemand gefunden, der mir das abnimmt. Sie sind ein echter Härtefall, wissen Sie das? Ja. Also, unterschiedliches Material wird bei unterschiedlicher Temperatur gewaschen. Was nehmen Sie wohl bei Socken? Suchen Sie sich was aus. Ja, Kochwäsche. Ja, super. Wenn Sie die Dinger hinterher einem Kindergarten schenken wollen, wenn Sie die Socken kochen, dann sind Sie danach halb so groß und verfilzt. Ja gut, Herr Verstand, ach, wir machen uns auf den Weg. Also, ich sage Ihnen jetzt, was wir machen. Nein, ich sag's euch, ungewaschen wieder einpacken, Hane Dahlberg, wir haben zu tun. Hallo Doc. Hallo Seskan, das war nicht meine Sache, aber hier lief einiges nicht so, wie es sich gehört. Was denn? Der Tote lag ursprünglich in der Tiefgarage, aber der Pförtner hat ihn nach oben getragen. Und dann versuchte er auf eigene Faust Wiederbelebung, bevor er die Kollegen rief. Wo soll er denn gelegen haben? Kommen Sie mit, ich zeige es Ihnen. Und? Habt ihr alles? Ja. Der Pförtner hat das hier nicht gesehen? Naja, in der Tiefgarage war es dunkel und die Verfärbung setzt er später ein. Woher kommt denn sowas? Ein Schlag mit einem stumpfen Gegenstand? Eher ein Hieb. Mit der Hand hier, mit der Handkante. Gegen die Schlagader. Das denke ich auch. Auf jeden Fall Gewalt von außen. Wer war denn als Erster hier? Ich. Und wen haben Sie angetroffen? Den Notarzt und den Pförtner des Anwesens. Wie heißt der Pförtner? Arnold Riegert. Und warum sehe ich den nicht? Stopp! Halt! Was haben wir denn da? Nein, ich weiß noch nicht, wie spät es wird. Aber mach dir keine Sorgen, Ute. Ute? Herr Riegert? Viktor Siska, Hauptkommissar. Mit wem haben Sie denn telefoniert? Mit meiner Frau, weil ich später komme. Ist doch gestattet. Im Beisein eines Beamten, ja. Die waren alle beschäftigt. Und ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen macht. Ich war schon auf dem Heimweg, als ich ihn gefunden habe. Wie haben Sie ihn denn gefunden? Erzählen Sie mal. Ich habe hier alles abgeschlossen, wie immer, und bin zu meinem Auto gegangen. Das sah ich hinter liegen. Das ist alles. Dieser Schlüssel wurde gleich unten in der Garage. Mit Autoschlüssel. Der dazugehörige Wagen steht noch da. Allerdings ist bei dem Wagen die Windschutzscheibe eingeschlagen. Hast zugenommen. Du auch. Ich höre. Wir kennen uns von der Schule. Ja, von der Polizeischule. Ach, Sie waren Polizist? Nein, nein. Ich habe die Ausbildung nicht abgeschlossen. Du bist jetzt bei der Kripo? Ja, Arnold. Mordkommission. Es tut mir leid, ich habe alles falsch gemacht. Ich meine vorhin. Ich dachte, ihm wäre noch zu helfen. Vergessen Sie es. Kennen Sie den Mann? Ja, er heißt Klaus Petrak, vom dritten Stock, aus der Verkaufsabteilung. Ihr Platz ist da drüben. Dann haben Sie ihn doch bestimmt gesehen, als er das Haus verließ. Ja klar. Ich habe ja nur darauf gewartet, dass Sie endlich gehen. Die? Er war der Wächter. Er war also in Begleitung, als er rausging. Und wer ist dieser Herr Wächter? Ein Kollege von ihm sitzt mit ihm im selben Büro. Da bräuchten wir dann bitte den vollen Namen und die Adresse. Ja, natürlich. Ich hab dir doch gesagt, mach dir keine Sorgen. Wenn du das sagst, weiß ich, was das heißt. Du hast zugenommen. Und du bist wie immer. Die Adresse von Wächter, bitte. Thank you.
aussteigen. Ab 21 Uhr nur noch vorne. Geht's Ihnen nicht gut? Halt die Klappe! Kommissar Siska, das ist Herr Dahlberg. Es geht um Ihren Kollegen Klaus Petrak. Um Klaus? Was liegt denn gegen ihn vor? Nichts, er ist tot. Was? Kommen Sie doch rein, bitte. Seit wann denn? Vor 2 Stunden. Vor 2 Stunden? Da bin ich doch mit ihm erst aus dem Büro raus. Richtig. Wie es aussieht, waren Sie der Letzte, der ihn lebend gesehen hat. Mein Gott. Dann hat er doch mal zu viel Gas gegeben. Es war kein Unfall, es war Mord. Und wo? Doch nicht in der Tiefgarage. Doch. Sie meinen, dass da jemand auf ihn... Das fragen wir Sie. Ja, mir ist nichts aufgefallen. Wie ist es denn passiert? Das wissen wir noch nicht. Offenbar hat ihm jemand aufgelauert, aber sagen Sie, Sie beide haben ja gemeinsam das Büro verlassen. Und dann? Nichts dann. Ich bin in meinen Wagen gestiegen und davon gefahren. Und er? Er ist wahrscheinlich zu seinem Wagen gegangen. Was sonst sollte man da unten machen? Hat er sich irgendwie seltsam verhalten? Nein, er war wie immer. Alles war wie immer. Ja, haben Sie noch miteinander gesprochen? Ja, wir haben noch ein bisschen geplaudert. Worüber? Geschäftliches. Nämlich? Über den innerbetrieblichen Postverkehr. Ja, das sind organisatorische Belanglosigkeiten. Und bleiben Sie also dabei, dass Ihnen nichts weiter auffiel? Hören Sie, ich muss jetzt erstmal über den Schock wegkommen. Ich werde drüber nachdenken. Tun Sie das. Ach, morgen ist mein freier Tag. Man erwartet doch jetzt hoffentlich nicht von mir, dass ich deswegen ins Büro komme. Natürlich nicht. Jeder wird verstehen, dass Sie viel zu erschüttert sind. Falls er die Wahrheit sagt, sind wir natürlich keinen Schritt weiter. Es könnte irgendein x-beliebiger Zufallstäter sein, der an die Autos wollte und dabei überrascht wurde. Das Letzte, woran ich glaube, ist ein x-beliebiger Zufallstäter, Dahlberg. Ja, Hanne, ich bin's. Keine neuen Erkenntnisse. Und bei Ihnen? Auch nichts Neues. Hier ist soweit alles erledigt. Ich würde jetzt gerne noch die alten Bekanntschaften auffrischen. Ja gut, tun Sie das. Ja. Und jetzt zur Wohnung des Toten? Ja, wir haben schon genug Zeit verloren. So, dann komme ich jetzt mit zu euch nach Hause. Was ist der kürzeste Weg? Zu Fuß. Wir wohnen ja praktisch um die Ecke. Ach, warum steht dann dein Auto unten in der Garage? Arnold lässt sein Auto immer hier. Wir haben keine Garage. Ich hatte verstanden, du bist zu deinem Auto gegangen, um nach Hause zu fahren. Nein, ich wollte nur was rausholen. Was denn? Meine Taschenlampe. Ja, eine Taschenlampe.
Dahlberg, sehen Sie sich mal um. Ja, habe ich ein paar Sekunden Zeit? Wie bei mir zu Hause. Nur Saft, Eiswürfel und Joghurt im Kühlschrank. Matratze und ein Kleiderständer. Und natürlich ein Fachblatt für Betriebswirtschaft. Die Benachrichtigung, dass morgen die Möbel kommen. Das Kitzel, wie er sich die Einrichtung vorstellt. Und der Kaufvertrag für die Wohnung, abgeschlossen vor 2 Wochen. Der Mann wollte gerade anfangen zu leben. Wir könnten eine Flasche aufmachen, vielleicht im Porto. Das steht schon ewig rum. Ich glaube nicht, dass wir einen Grund zum Feiern haben. Kaffee? Ist noch heiß. Gern, danke. Er ist sauer auf mich. Ich hab Mist gebaut. Hat er das? Ja, er hat den Tatort verändert. Es war dunkel, ich war allein. Du kennst dich aus mit sowas, ich nicht. Ich kann mich von dieser alten Tasse nicht trennen. Du siehst richtig, es ging uns auch schon mal besser. Ich bin sicher, es liegt nicht an euch. Ach was, an mir liegt's. Da, da ist nicht genug drin. War schon immer so. Arnold, wie lange arbeitest du schon dort in der Firma? 3 Jahre. Und vorher? Wachdienst, mal hier, mal da. Abschließen, aufschließen, Listen abhaken. Dafür reicht's. Du hast doch auch gearbeitet. Als Sekretärin. Bis zu der Geschichte mit Lara. Lara? Unsere Tochter. Ihr habt eine Tochter? Wir hatten eine Tochter. Sie lebt nicht mehr. Was war los? Bitte, ich möchte es wissen. Sie war krank. Sie war lange krank. Wenn du irgendetwas über Leukämie wissen willst, brauchst du nur mich zu fragen. Ich weiß mittlerweile alles. Aber geholfen hat dir das auch nicht. Tut mir leid. Du siehst, man lebt trotzdem weiter. Und wir haben immer noch uns. Das ist doch was. Morgen. Hane, Kamillentee? Ja, es gibt so Tage. Das Auffrischen der alten Bekanntschaften war nicht so angenehm. Ja. Arnold war unser Bester im Sport. Wenn er für uns antrat, konnten alle anderen nach Hause gehen. Andere Fächer lagen ihm dann nicht so. Er war einer von denen, die mehr guten Willen zeigten als Verstand. Das reichte fürs erste Jahr, aber dann fiel er durch. Nur, dass ich ihn jetzt so wieder sehe. Sie kannten auch seine Frau. Ja. Ute war damals viel mit uns zusammen. Sie hätte jeden von uns haben können, aber sie wollte Arnold. Hanne, was sind das eigentlich für Firmen da in diesem Gebäude? Fashion Plaza. Mode. Gut,
Dann sehen wir mal zu, dass wir mehr über den Toten rausfinden. Hier, Dahlberg. Sie meinen, ich hätte Betriebswirtschaft studieren sollen? Der Aufkleber hier oben rechts, das ist seine alte Adresse. Die Zeitschrift wurde ihm nur nachgeschickt. Fahren Sie dahin und versuchen Sie, was rauszufinden. Hane, wir beide fahren ins Büro, in die Firma. Haben Sie da schon mal reingeschaut? Ja, nur die Tür versiegelt. Ich hoffe, das ist ein bisschen aufschlussreicher als die Wohnung. Kommen Sie. Mein Kamillentee. Ab hier ist Zugang nur für Mitarbeiter. Kundenverkehr haben wir nur auf den unteren Etagen. Das ist das Büro der beiden. Dann haben wir jetzt alle Schlüssel zugeordnet. Petrak und Wächter, wie kamen die beiden miteinander raus? Von sowas kriege ich nichts mit. Ich weiß nur, dass es Ärger gab neulich. Was für Ärger? Wächter regt sich immer so leicht auf. Er machte einen Riesenkrach, weil er ein paar Umlaufmappen nicht bekommen hatte. Und dann stellte sich raus, dass er nicht mehr auf dem Verteiler stand, weil Petrak mittlerweile dafür zuständig war. Und Wächter war der Blamierte? Hinterher hat er gelacht, aber das hat bei ihm nicht viel zu sagen. Petrak saß da. Da. Tja, unglaublich ordentlich. Wenn es hier irgendetwas zu finden gibt, dann brauchen wir nicht lange zu suchen. Vielleicht hat er alles Wichtige in seinem Aktenkoffer. Wie bitte? Er hatte einen Aktenkoffer? Beide Herren trugen Aktenkoffer, als sie gestern rausgingen. Also, wenn in der Tiefgarage ein Aktenkoffer gewesen wäre, dann hätten wir den gefunden. Arnold, ich nehme an, man braucht dich unten am Empfang. Danke dir. Ich weiß, das hätte ihm besser gestern schon einfallen sollen. Finde ich aber auch. Halten wir uns doch lieber an das, was wir haben. Was haben wir denn? Das ist ja erstaunlich. Was Interessantes? Nichts. Nichts Interessantes? Nein, ich meine, auf dem Computer ist nichts. Das Einzige, was ich hier finde, ist ein Bildschirm schon, auf dem steht, komme gleich wieder. Mein Name ist Dahlberg, Kriminalpolizei. Ich führe Ermittlungen durch. Ermittlung? Richtig. Kriminalpolizei? Auch richtig. Oh. Ein Kaffee? Espresso? Joghurt? Apfelsaft? Alles richtig. Die gesamte Festplatte wurde neu formatiert, und zwar gestern um 18.02 Uhr. Also 3,5 Stunden vor dem Mord. Und alle Daten sind weg. Es sei denn, er hat ja nur Sicherungskopien. Ja, Dahlberg? Was Neues? Petraks vorige Adresse war eine Pension. Er ist vor einem halben Jahr aus Leipzig hergezogen, um seine Stelle hier in München anzutreten. Keine Familie, die Leute hier fanden ihn angenehm, aber eher langweilig. Langweilig? Sein einziges Gesprächsthema war seine Zahlen, Umsätze und so. Offenbar war das ein Mensch, der neben seinem Beruf kaum ein Privatleben hatte. Das ist ja wie bei mir. Ah ja? Ja, der war unglaublich eifrig. Zum Beispiel musste sein Kollege Wächter im Laufe der Zeit einige Aufgabenbereiche an ihn abtreten. Überhaupt dieser Wächter, der wird immer spannender für uns. Sprechen Sie doch mal ein bisschen mit seinen Nachbarn. Bestimmte Fragen? Ja, was er für ein Mensch ist, was er für Gewohnheiten hat. Sofort. Schlecht wär's nicht. Danke, Dahlberg. Fassen wir doch mal zusammen. Was haben wir denn bis jetzt? Einen vagen Verdacht gegen einen Arbeitskollegen und sonst nichts. Super, so genau wollte ich's gar nicht wissen.
Ja, bitte? Hallo. Sie sind doch von der Polizei. Ja. Und wenn ich was weiß, dann muss ich es Ihnen sagen. Ganz langsam. Erstmal Ihr Name, bitte. Gerlinde Schranz. Ich arbeite in der Bestellannahme. Hallo. Und ich habe doch die Pflicht dazu, oder? Das ist dann keine üble Nachrede oder sowas. Nein, gar nicht. Wenn Sie sich an die Tatsachen halten. Nadja war nicht im Bus. Ganz langsam. Wer ist Nadja? Nadja ist eine Kollegin von mir, Nadja Ort. Jeden Abend nehmen wir den 19 Uhr Bus vorne an der Einfahrt. Später hält hier nämlich keiner mehr. Und gestern Abend war die Kollegin nicht mit im Bus? Als ich hier weg bin, hing ihre Jacke noch am Platz. Und sie war nicht im Bus, also müsste sie ja noch im Haus gewesen sein, als dieser Mord passiert ist. Nadja Ort? Ich sag das wirklich nur, weil es meine Pflicht ist. Wissen Sie, warum Ihre Kollegin gestern Abend so lange im Büro geblieben ist? Wahrscheinlich, weil sie was mit dem Partner hat. Ja? Sprechen wir immer noch über Tatsachen? Tatsache ist, ich habe sie neulich aus seinem Dienstzimmer kommen sehen. Und was ist daran so ungewöhnlich? Sie wollte nicht, dass man sie sieht. Sie kam raus, sah nach rechts, sah nach links und ist dann ganz schnell den Gang hinunter. Und gleich darauf kam er raus, stellte sich wieder hinter den Empfangstresen. Interessant. Ich meine, dass Sie das so genau mitbekommen haben. Naja, als ich sah, dass es Nadja ist, habe ich mir so meinen Teil gedacht. Sie und Nadja Ort sind nicht näher miteinander befreundet, nehme ich mal an. Ach, sie denkt immer, sie ist was Besseres. Tatsache ist, als ich gestern hier weg bin, war sie noch da. Und der Partner war auch noch da. Und sonst so gut wie niemand mehr. Und jetzt habe ich meine Pflicht getan. Moment, nicht ganz. Zeigen Sie uns den Weg zur Bestellannahme. Die alte Frau Berkowitz ist taub. Weiß nicht mal, warum sie überhaupt eine Klinge hat. Danke. Gehen Sie zum Sport? Sie wissen ja, mein freier Tag. Wollen Sie die Leute hier befragen zu meiner Person? Ja. Und das alles nur, weil ich der Letzte war, der Klaus lebend gesehen hat. Mord ist eine ernste Sache, Herr Wächter. Und Sie haben einen widerlichen Beruf. Die übliche Adresse, gerne. Auf Wiederhören. Nadja Ort? Ja? Hauptkommissar Viktor Siska, das ist mein Kollege Herr Hane. Können wir Sie kurz sprechen? Natürlich. Sie wissen ja vermutlich, was gestern Abend hier passiert ist. Jeder weiß es. Und wann haben Sie das Gebäude verlassen? Wie immer. Was ist wie immer? Gegen 19 Uhr. Wie sind Sie nach Hause gekommen? Normalerweise nehme ich den Bus. Gestern nicht? Nein, ich habe ihn knapp verpasst. Was haben Sie dann gemacht? Ich bin zur U-Bahn gelaufen, drei Blocks weiter. Was blieb mir anders übrig? Sie sind nicht wieder zurück zur Firma? Nein. Und als Sie das Gebäude verlassen haben, haben Sie da den Pförtner gesehen? Ja, er war an seinem Platz. Kennen Sie den Mann? Näher. Was meinen Sie mit näher? Besuchen Sie ihn gelegentlich in seinem Dienstzimmer? Ja. Ja? Ja, er ist ein netter Mann und er hört mir gerne zu. Und ich spreche mich manchmal bei ihm aus. Worüber? Über den Ärger, den ich hier habe. Manche meiner Kollegen sind nämlich bösartige Zicken. Wollen Sie sonst noch was wissen? Nein, ich hätte jetzt noch ein paar Fragen über das Betriebsklima gehabt, aber kann ich mir wohl sparen was. Dankeschön. Na danke, das war verlorene Zeit und sonst nichts. Hane, nicht parteiisch sein. Wir haben erst eine Seite gehört, ich will auch noch die andere hören. Hallo Arnold, eine kleine Rückfrage. Wir haben gerade mit einer jungen Frau von der Bestellannahme gesprochen.
Nadja Ort. Ich kenne sie. Nettes Mädchen. Kennst du sie gut? Wie man's nimmt. Was heißt das? Sie schüttet mir manchmal ihr Herz aus. Warum? Hat sie Probleme? Naja, sie ist so gut wie allein auf der Welt, hat eine kranke Mutter zu Hause. Und die anderen Mädchen hier schneiden sie. Wieso? Weil sie klüger ist und hübscher. Sie fällt aus dem Rahmen. Hier im Haus werden die Arbeitsplätze knapp, das macht die Leute nervös. Sie zeigen ihre hässlichen Seiten. Hast du Nadja Ort gestern hier rausgehen sehen? Ja, ja. Wann war das? Wie üblich, 19 Uhr. Sie nimmt immer den Bus davon. Auch gestern? Klar, ich habe sie ja einsteigen sehen. Danke. Ach, könntest du uns Ihre Adresse geben? Wozu das denn? Ah, fürs Protokoll. Stockstraße 5. Du weißt das auswendig. Ja, ich habe sie ein paar Mal vor ihrer Tür abgesetzt, wenn ich gerade in die Stadt gefahren bin. Danke. Lass dich nicht weiter stören. Er hat sie in den Bus einsteigen sehen. Lügt er immer so schlecht? Ich muss mit Ute sprechen. Sie ist eine kluge Frau. Wenn Arnold Geheimnisse hat, dann weiß sie Bescheid. Bitte schön. Gut. Fahren wir hin? Ja, aber ich glaube, es wäre besser, wenn wir nicht zusammen... Hane, wollen Sie allein mit ihr sprechen? Ja. Gut, dann bleibe ich hier. Aber sprechen Sie mit ihr in der Öffentlichkeit. Ich weiß einen guten Treffpunkt. Sie sind mir gefolgt? Ich wollte Sie mal beim Sport erleben. Da kann man viel über einen Menschen lernen. Ja, aber dieser Bereich hier, der ist nur für zahlende Mitglieder. Ich würde jetzt gern vorbei. Welchen Sport machen Sie denn? Karate, unter anderem. Darf ich jetzt? Ja, ja, das interessiert mich. Wie kommen Sie denn zu diesem Sport? Ich meine, warum haben Sie damit angefangen? Aus beruflichen Gründen. Wie bitte? Ja, ich finde, eine Kampfsportart macht sich sehr gut fürs Resümee. Man wirkt dann gleich viel interessanter. Ich finde, Sie wirken so schon interessant genug. Versuchen Sie jetzt ja nicht, mir irgendwas anzuhängen, nur weil irgend so ein Schwein meinen Kollegen erschlagen hat. Ach, dann wissen Sie also, wie er zu Tode kam. Ich habe heute Morgen in der Firma angerufen. Mhm. Mit wem haben Sie denn da gesprochen? Ich muss das überprüfen, das verstehen Sie bestimmt. Ich weiß nicht, wer da am Apparat war. Das war irgendeine von den Sekretärinnen. Ich war ziemlich durcheinander. Ich höre mich mal um. Wette, der mit Ihnen gesprochen hat, der vergisst das nicht so leicht. Ja, aber Dalberg, das heißt ja, Wächter wusste bereits Bescheid über die Todesart. Ja. Und sein angebliches Telefonat mit der Firma war garantiert eine Lüge. Sie sind doch an Ort und Stelle, da können Sie ja vielleicht gleich mal nachfragen. Moment mal, hier passiert gerade das, was ich erwartet habe. Ihnen was gesagt? Dass ich gesehen habe, wie du in den Bus einsteigst. Ich glaube, wir müssen was gestehen. Das glaube ich auch.
Bin ewig nicht mehr hier gewesen. Warum? Geht Arnold nicht mehr schwimmen? Ist irgendwann eingeschlafen. Ach, er war der King vom 10-Meter-Turm. Alles hat seine Zeit. Was liegt denn an? Es liegt doch was an. Ja, in der Firma gibt es eine Angestellte, mit der sich Arnold anscheinend besonders gut versteht. Möglicherweise war er zur Tatzeit mit ihr zusammen. Nadja Ort. Du weißt Bescheid? Ich weiß Bescheid, dass er sich gut mit ihr versteht. Ich weiß nicht, ob er mit ihr beisammen war. Aha. Jetzt kommt er mal nicht auf komische Gedanken. Bei einem Mordfall kommt man auf viele Gedanken, Ute. Und die hässlichen sind auf die richtigen. Ja, ich habe mir anfangs auch Gedanken über die beiden gemacht. Er hat ihren Namen öfter erwähnt, mit ein bisschen zu viel Gefühl in der Stimme, du weißt schon. Und da bin ich in die Firma gegangen und habe dafür gesorgt, dass ich sie kennenlerne. Und da war mir alles klar. Was war dir klar? Diese Nadja. Die Augen, der Mund, wie sie spricht, die Art, sich zu bewegen, ist alles fast wie bei Lara. Eure Tochter. Lara ist tot. Ich habe gelernt, damit umzugehen, aber Arnold nicht. Er möchte immer noch Vater sein. Ich verstehe. Falls er gestern Abend mit ihr beisammen war und es nicht sagen will, dann bestimmt nur, weil er sie da nicht mit reinziehen will. Ja, das macht Sinn. Und du? Wie geht es dir? Oh. Ich bin zufrieden. Am meisten hasse ich die ersten 5 Minuten am Abend, wenn ich nach Hause komme. Ich habe mich damals auch oft gefragt, was wäre wohl geworden? Und jetzt fragst du dich das nicht mehr? Es ist gut so, wie es ist. Ich will damit leben. Klaus Petrak war ein schrecklicher Mensch. Inwiefern? Er hat Nadja belästigt. Auf welche Weise? Er wurde immer wieder zudringlich. Sie hätten ihn doch anzeigen können. Er war wichtig, ich nicht. Da sagt man lieber nichts. Aber jetzt wird es knapp. Und so eins ist leicht zu ersetzen. Wie lange ging das? Ein paar Monate. Sie haben die ganze Zeit stillgehalten. Sie hat es mir gesagt. Ich hätte was unternehmen wollen, aber... Ich dachte, es erledigt sich irgendwann von selbst. Was geschah gestern Abend? Patrick hat mich zu sich ins Büro bestellt. Und er ging weiter als sonst. In klaren Worten, bitte. Er hat ihr Gewalt angetan. Petrak hat sie vergewaltigt? Ich muss nicht darüber reden. Das muss ich doch nicht, nein, oder? Das musst du nicht. Genau das wollte ich ihr ersparen. Sie hat sich bei mir ausgeweint, deshalb hat sie den Bus verpasst. Dann wollte ich sie nach Hause fahren. Und auf dem Weg zum Wagen, da fanden sie beide den Toten. Ich habe was liegen sehen. Ich wusste nicht, dass es Petrak war. Nein, ich habe ihr dann gesagt, dass sie nicht da bleiben soll und dass es besser ist, wenn wir zwei den Mund halten. Und das war richtig so. Warum war das richtig so? Weil sich jetzt irgendwas reingezogen wird, das gar nichts mit ihr zu tun hat und das tut ihr weh. Sie haben eine kranke Mutter, ja? Du hast ihnen alles schon gesagt? Es war nötig.
wenn er es schon gesagt hat. Ich schlage vor, Sie machen jetzt Ihre Aussage bei meinem Kollegen hier schriftlich und verspreche Ihnen, wir werden es nur verwenden, wenn es wirklich zwingend erforderlich ist. Danke. Dahlberg? Halten Sie die beiden mindestens eine halbe Stunde hin. Was haben Sie vor? Na was wohl? Ich fahre zu Ihrer Mutter. Dann wollen wir mal. Hallo. Entschuldigung, ich möchte zu Frau Ort. Meinen Sie die Mutter oder Tochter? Die Mutter. Die ist in der Arbeit. Wie bitte? Die arbeitet? Wo denn? Gleich um die Ecke. In der Labellstraße. Nummer 10. Mir hat man gesagt, sie sei krank. Davon weiß ich nichts. Ja, Hane? Ich denke, es hat sich einiges geklärt. Nadja Ort und Arnold Riegert haben eine Art Vater-Tochter-Verhältnis. Und wenn er gelogen hat, dann nur, um sie aus der Sache rauszuhalten. Ja, so sehe ich das mittlerweile auch. Hane, ich bin gerade ein wenig abgelenkt. Also, fahren Sie doch nochmal zurück zu der Firma und gehen Sie der Sache mit der gelöschten Festplatte nach. Und rufen Sie Dahlberg an, damit der Sie auf den neuesten Stand bringt. Ja, ich melde mich dann wieder. Ja. Ich suche Frau Ort. Hallo Baby, wie wär's mit uns? Entschuldigung. Hey, was soll das? Wir haben keine Selbstbedienung. Ich suche jemand. Das tut ja jeder. Vordrängeln gilt nicht. Aber ich suche jemand Bestimmtes. Und zwar? Frau Ort. Soll das ein Witz sein? Nein. Hier gibt's nur eine Frau Ort und die bin ich. Sie sehen gesund aus. Der Witz ist auch nicht besser. Was wollen Sie eigentlich? Haben Sie eine Tochter namens Nadja? Die arbeitet woanders. Das weiß ich. Hat sie was angestellt? Sie ist doch was Besseres und bessere Leute stellen nichts an. Geben Sie mir einfach ein paar Auskünfte. Wann ist Ihre Tochter gestern Abend nach Hause gekommen? Wie wäre es, wenn Sie sie das selber fragen? Wie wäre es, wenn Sie mir einfach antworten? Ich weiß es nicht. Ich habe Nadja seit Tagen nicht gesehen. Warum nicht? Na, raten Sie mal. Wenn ich heimkomme, ist sie schon im Bett und wenn ich aufstehe, ist sie schon aus dem Haus. Außerdem rede ich sowieso kaum mit ihr. Wieso? Weil sie nicht die Wahrheit sagt. Wenn Lügen ein Sport wäre, dann hätte sie ein Zimmer voller Goldmedaillen. Ich weiß nicht einmal, ob sie heute Nacht überhaupt daheim war. Ach, die übernachtet Mama nicht zu Hause. Bei ihrem Freund? Sie hat einen Freund. Wie heißt er denn? Wo wohnt er? Keine Ahnung. Sie wissen nicht, wie der Freund Ihrer Tochter heißt, das glaube ich Ihnen nicht. Ich sage Ihnen doch, wir reden nicht viel. Nur seinen Vornamen habe ich mal mitgekriegt, als sie mit ihm telefoniert hat. Den würde ich jetzt gern hören. Hast du einen schönen Tag gehabt? Meiner war sicher schöner als deiner.
Arnold. Du weißt, dass du mit mir über alles reden kannst. Natürlich. Und warum tust du es dann nicht? Nadja Ort hat das ja ausgesagt. Sie war mit den Nerven ganz schön am Ende. Hier stimmt was nicht. Arne, Sie sollten doch noch mal zu der Firma. Ja, schon erledigt. Die Sache mit dem Computer ist geklärt. Petrak hatte gestern Abend mit dem Verwaltungschef ein Gespräch. Er fühlte sich gemobbt. Er sagte, jemand hätte ihn schon zum zweiten Mal die Festplatte gelöscht. Ja, genau, so haben wir sie ja vorgefunden. Ja, und außerdem gab es eine Reihe von kleinen Sabotageakten von Unbekannt. Zum Beispiel seine Post war nicht da, dann Notizen verschwanden. Seine Windschutzscheibe wurde eingeschlagen. Also auf Anhieb kann ich nur an einen lieben Kollegen von ihm denken, der daraus einen Nutzen ziehen könnte. Ja, und genau zu diesem lieben Kollegen will ich ohnehin, und zwar sofort. Dahlberg, Sie haben Feierabend. Hane, mitkommen. Sie wollten sowieso zu Wächter? Warum? Weil der so einen schönen Vornamen hat. Ah. Ja. Sie wollen schon wieder was von mir? Ein paar Fragen zu Ihrer Freundin. Ich muss sie hier nicht reinlassen. Ach, sie ist da. Das trifft sich ja gut. Hanne, wir warten. Irgendwann wird sie schon rauskommen. Walter hat recht. Ihr seid ein widerliches Pack. Schön, wenn man sowas von fachlicher Seite hört. Hanne, kommen Sie. Sie beide sind ein Paar. Und niemand in der Firma weiß davon. Es gibt keinen Paragraphen, der sowas verbietet. Ich habe gehört, dass Sie sehr gerne lügen. Ach, Sie waren bei der alten Kuh. Falls Sie mit der alten Kuh Ihre kranke Mutter meinen, ja. Ich bin mir sicher, dass Klaus Petrak Sie niemals belästigt hat. Sie haben das alles frei erfunden. Ich bleib dabei. Dann steht Wort gegen Wort. Es gibt nur mein Wort. Er lebt nicht mehr. Schon vergessen? Es gibt dann noch die Aussage vom Verwaltungschef. Petrak hat gestern Abend von 18 bis 19 Uhr mit ihm gesprochen. Der konnte sie also gar nicht vergewaltigen. Ich vermute mal, dass Sie Ihre Freundin dazu angestiftet haben, Klaus Petrak zu verleumden. Es war schließlich Ihr schärfster Konkurrent. Na schön. Ich habe ein bisschen Stimmung gegen ihn gemacht. Ein bisschen Stimmung? Sie haben eine Vergewaltigung erfunden. Hat Spaß gemacht, dem leichtgläubigen Pförtner etwas vorzuspielen? Der Mann hat aus irgendeinem Grund einen Narren an mir gefressen. Es wäre doch schade, wenn man sowas nicht für sich arbeiten lässt. Es gibt eine Anzeige wegen Falschaussage. Und falls Sie noch irgendetwas zu gestehen haben, dann sollten Sie es jetzt tun. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich habe nichts zu gestehen. Der Abend ist auch so schon versaut genug. Und Sie? Bleiben Sie bei Ihrer Aussage. Dass Klaus noch gelebt hat, als ich wegfuhr? Ja. Aber er hatte einen Aktenkoffer bei sich. Ja, stimmt. Er ist verschwunden. Der Täter muss ihn an sich genommen haben. Ich verstehe. Na bitte? Dann schnüffeln Sie doch rum, durchsuchen Sie von mir aus alles! Stecken Sie überall Ihre Nase rein! Machen Sie sich ruhig lächerlich! Ich glaube ja gar nicht, dass der Koffer da ist. Danke sehr. Aber könnten Sie mir leihweise etwas überlassen bis morgen? Und was? Die Schlüssel zu Ihrem Büro. Das ist jetzt ein bisschen viel verlangt. Jetzt waren Sie gerade noch so nett. Ich weiß nicht, was das Ganze soll. Ich habe nichts zu verbergen. Ach, wissen Sie, vielleicht machen wir uns gern lächerlich.
Moment, ich komme nicht mehr mit. Können Sie mir nicht sagen, was Sie vorhaben? Endlich diesen Fall zu Ende bringen, Herr. Dann wollen wir mal die Tasche suchen. Ja, natürlich. Ich möchte wissen, was da Interessantes drin sein soll. Arne, vielleicht geht's gar nicht um den Inhalt der Tasche, sondern um die Tasche selbst. Der Täter könnte sie aus einem ganz anderen Grund an sich genommen haben, nämlich um sie Wächter unterzuschieben als Indizienbeweis. Sie ist gar nicht da. Ja, warum sollen sie auch immer recht haben? Ja, oder aber? Was oder aber? Sie ist noch nicht da. Arne, wir warten. Arne. Ja? Ja, Dahlberg. Ich bin's. Na? Haben Sie einen schönen Abend. Na ja, halb und halb. Mein Lieblingshemd hat zwar keine Farbe mehr, dafür sind die Socken jetzt rosa. Oh, das sind ja schlechte Nachrichten. Ich habe noch schlechtere. Ich brauche Sie hier als Außenposten vor der Firma Fashion Plaza. Ja. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass heute Nacht hier jemand etwas deponieren will. Das heißt ja, dass ich vielleicht die ganze Nacht da draußen bleiben muss, nur weil Sie irgendwas für möglich halten. Ja, das ist richtig. Können Sie mir nicht noch irgendwas Nettes sagen? Ja klar. Zum Beispiel Glückwunsch zur Berufswahl. Eine halbe Stunde. Er hat mir alles erzählt und ich wollte ihm zeigen, dass ich hinter ihm stehe. Oder das ist Beihilfe. Du hättest ihn mir bringen sollen. Ich kenne Anwälte. Ich hätte ihm geholfen. Ihr hättet ihn mir doch nur weggesperrt. Wir sind nicht mehr die Jüngsten. Der Beste im Weitsprung. Sie sind immer noch richtig gut. Ja. Herr Rickert, ich nehme Sie vorläufig fest wegen Verdachts des Mordes an Klaus Petrak. Ja, so habe ich den Satz auch mal gelernt. Ich habe es für die Kleine getan, für Nadja. Ich weiß. Ich musste was gegen Petrak unternehmen, weil er so gemein zu ihr war. Zuerst habe ich gedacht, es reicht, wenn ich ihm heimlich das Leben hier schwer mache. Aber gestern wollte ich ihn dann nur noch tot sehen. Sie haben ja selbst gehört, was er ihr angetan hat. Ja, ich hab's gehört. Ich hätte ihn weggeschafft in der Nacht mit seinem Wagen.
Man hätte ihn nie gefunden. Dann hat Nadja ihn da liegen sehen, da musste ich mir was anderes einfallen lassen. Da kam Ihnen die Idee, den Verdacht auf Wächter zu lenken. Und deshalb Ihr Hinweis auf die Konkurrenz der beiden. Und deshalb haben Sie auch den Aktenkoffer verschwinden lassen, nicht wahr? Ja. Ich habe einen Ekel umgebracht. Und ich habe versucht, die Schuld einem anderen Ekel unterzuschieben. Und für die Kleine war es mir's wert. Vorsicht.